Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask Doggy. Heute werde ich wieder ein paar Fragen von euch und für euch beantworten. Und zwar habt ihr mir Fragen unter dem Hashtag Ask Doggy auf Twitter gestellt. Das Ganze werde ich euch jetzt beantworten und bei mir ist gerade das Bild rumgesprungen. Ich hoffe mal, das hat man jetzt in der Aufnahme nicht gesehen. So gut, und zwar kommt die erste Frage von Maurice Reich und er fragt: Hashtag AskDoggy at BonesDoggy. Wie wär's, wenn du als Herr der Ringe-Fanboy mal das Spiel Herr der Ringe online let's playst? Ist ein geiles Game. Ich finde, ich mag die Herr der Ringe-Spiele wie Lego Herr der Ringe und so, aber ich muss sagen, dieses Herr der Ringe online ist mir ein bisschen zu bisschen kompliziert und ich finde es, man könnte es liebevoller aufbauen, aber es ist jetzt auch kein schlechtes Spiel, aber ich würde es nicht auf meinem Kanal let's playen. Eher sowas wie Lego Herr der Ringe. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr Bock drauf habt. So, dann die nächste Frage von Steven Meissner. Er fragt: Wird es noch ein paar Folgen von den Strafbattles geben? Fand ihr das Format richtig geilo? Ja, auf jeden Fall. Wir haben es zumindest geplant. Wie ihr wisst, hat der Marc mit YouTube aufgehört. Das bedeutet, das wird ein bisschen schwer werden, da noch Strafbattles aufzunehmen. Er hat mir aber jedoch gesagt, dass er wieder ein paar mehr Videos machen möchte. Und zu Gast in einer Folge bei mir sein mit Facecam sollte, glaube ich, kein Problem sein. Dafür muss er kein YouTuber sein. Aber es wird noch immer dann Strafbattles geben. Ich werde mich mit ihm jetzt mal kurz schließen. Hoffentlich wird es dann da noch ein paar Folgen geben, weil ich fand die erste Folge so nice und ich möchte, dass er noch viel mehr Strafe macht. Und ich möchte auch gerne mal eine Strafe machen. Dann kommt die nächste Frage von Minion Girl und sie fragt: Was sagen deine Eltern dazu, dass du YouTube machst? Meine Eltern stehen da hinter mir, die wissen das. Bin hier gerade im Wohnzimmer, habe hier meine Softbox, mein PC, mein komplettes Equipment. Da mein Zimmer eben noch nicht renoviert ist und deswegen, die stehen da vollkommen hinter mir. Ich habe auch meinen Vater gerade angerufen, habe gesagt, nein, jetzt nicht reinkommen, weil ich nehme jetzt gerade auf. Und von dem her ist das eigentlich alles okay. Die stehen da hinter mir, die wissen das und ja. Dann kommt die nächste Frage vom lieben Remasco.net. Er fragt: Würdest du gerne mal nach Deutschland bzw. Köln ziehen oder willst du lieber in deiner Heimat bleiben? Ich sag mal so, ich bin ja gerade erst umgezogen von Graz in meine Heimat nach Salzburg. Wie ihr wisst, komme ich aus Österreich. Und ich hatte mir schon oft überlegt, irgendwann mal vielleicht nach Köln zu ziehen. Ich weiß es aber noch nicht, ob ich den Schritt dann wirklich wage oder ob ich nicht dann in der Heimat hier bleibe. Aber das wird die Zukunft zeigen. Ich kann jetzt noch nicht sagen, was in 500 Jahren passiert. Naja, da lebe ich sowieso schon nicht mehr. Aber was in 10 Jahren, in 5 Jahren passiert, das weiß ich noch nicht, Leute. Und ich weiß auch noch nicht, wie es nächstes Jahr dann um mich steht. So, Leute, dann kommen wir aber auch schon zur nächsten, beziehungsweise zur letzten Frage. Und zwar kommt diese von Dorin Duca. Und er fragt: Was hat dich dazu inspiriert, YouTube zu machen? YouTube zu machen, also ich war schon immer ein ganz großer Fan von Videoproduktion. Ich schaue mir gerne Behind the Scenes an. Ich mag das einfach, mein größter Traum wäre eigentlich auch gewesen, Schauspieler zu werden. Und ich habe auch immer in Schulen, bei Musicals mitgewirkt und so weiter. Was mich halt jetzt noch so ein bisschen traurig macht, dass ich eben nicht dieses Schauspielding eingeschlagen habe, aber trotzdem was mache, wo ich schneiden kann, wo ich einfach mich zeige, wo ich mich einfach präsentiere, und das ist das, was ich eben gerne mag. Ich hatte ja früher auch schon immer mit meinem Bruder irgendwelche Sachen draußen mit dem Handy gedreht oder halt einfach irgendwie so ein Schrott, und ich weiß nicht, mich interessiert das total und deswegen hat mich eigentlich meine eigene Lust dazu, Videos zu produzieren, beziehungsweise diese Lust, Schauspieler zu werden, dazu inspiriert, YouTube zu machen. Dann kam natürlich noch der Gaming-Aspekt dazu, der kam dann wahrscheinlich von Kronk, weil Kronk eigentlich der erste und ConCrafter die ersten YouTuber waren, die ich so geguckt habe, in der Minecraft-Richtung. Davor kannte ich mich bei Let's Plays gar nicht aus. Und ja, und dann kamen halt nach und nach immer mehr Leute dazu, die ich dann geguckt habe, wie Unge und so weiter. Also von dem her alles Roger. Und ja, ihr könnt ja mal zu mir in die Kommentare schreiben, was euch dazu inspiriert hat, YouTube zu machen. Ich meine, bestimmt die Hälfte von euch hat selbst einen YouTube-Kanal. Was hat euch dazu inspiriert? Was ist euer Hintergedanke? Beziehungsweise, was wollt ihr damit erreichen? Und
Ja, mir geht's da meistens nur um den Spaß, beziehungsweise mir geht's immer um den Spaß, weil wenn ich keine Lust auf ein Video habe, dann mache ich auch keins. Und jetzt noch als kleine Nebeninfo, ich werde nämlich am Freitag, beziehungsweise heute haben wir Donnerstag, das Video kommt wahrscheinlich am Freitag oder auch noch heute, ich weiß es nicht, heute um 3 Uhr nachts losfahren nach Italien. Dort werde ich dann bis Sonntag verweilen und dann werde ich nämlich jetzt ein paar Videos vorproduzieren müssen. Der Bergwerk Lab Server hat offen, deswegen schätze ich, dass ein paar Bad Wars und Flash Folgen dann online kommen werden. Aber Leute, nicht wundern, ich bin nicht da, deswegen wird es am Wochenende leider keine Streams geben. Aber vielleicht heute Abend, guckt dann einfach mal auf meinem Twitch-Channel vorbei und dann werdet ihr auf jeden Fall immer informiert sein. Gut, Leute, ich würde einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar schreiben, wenn ihr Bock habt. Haut rein, macht's gut und ciao.